Hallo und herzlich willkommen in einer weiteren Aufnahme The Witcher. Und wir wollen jetzt erstmal diese blöden roten Flecken hier loswerden, die dadurch kommen, dass ich ein bisschen viel Tränke zu mir genommen habe. Hier, warte mal, wir machen das mal schneller. Gib mir dein Zeug. Ist ja nicht besonders viel. Das nervt. Warte mal, wo haben wir denn hier? Da ist es nicht so. Nee. Da will ich nämlich hin. Da gehe ich hier zu dem. Nicht zum Kreis der Elemente, aber zum Lagerfeuer. Ich möchte nicht die ganze Zeit diese roten Flicken hier rumschwirren haben. Wo ist denn das? Da. Meditieren wir mal. Haben wir hier eigentlich was zu verbessern? Nee. Was? Nein. So viel natürlich nicht. Eine Stunde schon reicht. Ich nehme mal 2 Stunden. Und dann gehen wir erstmal zu dem Altar. Denn wir müssen ja der Göttin des Sees Geschenke bringen. Von Julian und vom Wodjanoi-Priester. Aber was genau sie da für Geschenke will, das finden wir hier, wie sie sagte, am Altar. Ich weiß, wir haben das schon mal gelesen in einer Folge, aber das ist für mich so lange her. Für euch auch. Ich weiß das nicht mehr, was hier dran stand. Die Herrin des Sees ist eine Gottheit des älteren Volkes, von solcher Weisheit und Macht, dass eine einzige Äußerung Hass und Gier besiegte. Sie sprach nur einen Satz so gefüllt mit Wahrheit, dass sie keine Wahl hatten. Denn kein Mensch und kein Wodjanoi kann der reinen Wahrheit widerstehen. Und so reichten sich Menschen und Wodjanoi die Hände, überreichten sich gegenseitig Geschenke und besiegelten einen Waffenstillstand. In der Tat bewirkten die Geschenke Wunder. Ein goldenes Armband aus dem Besitz des Dorfältesten. Okay, goldenes Armband. Reichlich verziert durch die Hand eines wahren Meisters ging an die Wodjanoi. Und ein alter Wodjanoi blickte in das Gesicht der Herrin des Sees und sagte, »Euer Wort kann die Welt untergehen lassen, wie es sie auch in Flammen setzen kann, sodass nur noch Asche verbleibt.« Und als die Leute eine glänzende Alabasterstatue erscheinen sahen, waren sie alle sprachlos. Und an dem See in einem wundervollen Land wurde ein großes Fest gehalten. Und so geht die Geschichte. Okay, Alvin ist immer noch da. Achso, ich dachte jetzt, es wären wieder die roten Flecken, aber nein, das sind... das sind... Glühwürmchen sind es nicht. Eben, wohl, wohl, Tal hol! Na, er kann erstmal erzählen. Ich habe Berengas Auftrag übernommen. Erzählt mir von diesem Konflikt. Wir unter Wasser leben, tief im Wasser. Wir lieben Herren, aber nicht alle lieben. Viele Dagon lieben. Herren verlassen. Sie Menschen töten. Hoffe, euer Schwert weglebt, Dagon. Ich Lohn geben. Verstehe. Groß dumm Preis Kuh im Dorf. Dagon kommt für sie. Ihr Dagon wegleben, wir geben groß Lohn. Etwas Schwert. Ich glaube, das hat er schon mal erzählt. Ich soll die Kuh als Köder für Dagon stehlen? Ihr großdummen Preiskuh auf Altar wegleben. Dagon kommen aus Tiefe. Ich soll sie auf dem Altar opfern. Ihr lieber Menschenopfer? Uralaulol.
Ich möchte die Kuh aber nicht töten. Könnte ich machen, aber es gibt eine friedlichere Lösung. Denn dann sind ja die Menschen wieder sauer, ne? Wir wollen, dass sich alle vertragen. Na gut, ich glaube, die Kuh... Die Herrin des Sees möchte gern bei der Lösung des Konflikts helfen. Leo, Raoul, was sein? Die Herrin des Sees möchte, dass Wodjanoi und Menschen friedlich zusammenleben. Da sollte man ihre Lieblingskuh nicht töten. Aber trotzdem, Dagon muss wegleben. Darum kümmere ich mich auch. Aber dafür müsst ihr mir etwas geben. Großdumm Paisku, besser Idee. Doch gehorsam zur Herrin ich muss. Ihr wählt. Stab, goldene Kalb, goldenen Armreif. Alabasterstatue will ich doch. Oder soll ich von denen den goldenen Armreif? Warte mal. War es jetzt nicht ein goldenes Armband von den Menschen? Müssen die ihre Geschenke zurückgeben oder wie ist das? Ah. Ich weiß jetzt nicht, woher der Stab ist. Ich nehme den goldenen Armreif. Den goldenen Armreif. Ha. Warte mal, ganz kurz. Reichlich für... Goldenes Armband, ja. Okay, dann waren das früher die Geschenke, die die sich gegenseitig machten. Und die sollen sie jetzt wieder zurückgeben, aber an die Herren. Okay. Warte mal. Was wollte ich noch? Die Verträge. Laufe ich hier gerade richtig? Ich muss ja sowieso ins Dorf. Ja, ich laufe richtig. So, die Verträge. Kann ich ja eigentlich die gleich markieren? Ja, genau. Geben wir mal die Alpsache ab. Und auf dem Weg können wir uns immer mal um die Hauptquest kümmern. Immer diese langen Wege, wenn man doch ein Pferd hätte, das wäre so toll. Aber Geralt ist halt arm. Ach hier, rüber, Mensch. Nee, ich dachte schon, das war der Probst. Hier. Er ist hoffentlich da, ja, ist er? Euer Ruf eilt euch voraus. Soll heißen? 5 Ungeheuer sind tot. Das ist eine Belohnung wert. Dieser Runenstein soll sehr mächtig sein. Nehmt ihn. Vielen Dank. Noch mehr Arbeit? Nur mal fragen, ja? Habt ihr Arbeit für einen Hexer? Eine Kreatur, die wie ein Fisch mit Beinen aussieht, erscheint am See. Es heißt, die Gruft auf den Feldern beherbergt eine Bestie. Sie hat riesige Zähne und gleicht einer toten Schwiegermutter. Sie soll grässlich sein. Gibt es Belohnungen für diese Kreaturen? Bringt mir einen Beweis. Dann bin ich großzügig. Ah, das haben wir, ne? Hier ist der Zemetauer aus der Gruft. Ich habe genug Beweise gesehen. Hier sind eure 800 Orens. Da haben wir mal schnell Geld gemacht. Lebt wohl.
Und Alpvertrag? Was ist denn mit dem Alpvertrag? Hä? Bestientöter? Ich dachte, mit den fünf Dingern, das hat er... Das hat er schon... Ich bin wegen der Anzeige hier. Recognized. Was habt ihr für mich? Fünf Alpzähne. Wie verlangt. Wie widerwärtig. Hier ist das versprochene Gold. Ja, ich dachte, das hat er schon längst gerafft. Weil er hat mich ja gleich begrüßt mit, sie haben... Oder ihr habt fünf Ungeheuer getötet. Da dachte ich, das ist schon abgeschlossen damit. So. Die Trophäe bin ich los, ja. Der Basilisk-Vertrag, Julian. Okay, hier, wir kommen erstmal an der Hexe vorbei. So. Ich nehme mal hier den Weg. Und wir laufen ein bisschen querfeldein. Da kann ich bei der Hexe auch noch was gucken. Hä? Warte mal. Da ist sie. Ob ich da irgendwas einkaufen kann? Was wollt ihr? Habt ihr diese Anzeige ausgehängt? Bezüglich der Verschlingerzähne? Ich brauche 10 für einen Liebestrank. Hier sind sie. Danke. Denn, wie war das? Ja, was vorhin diese roten Flecken angeht, wenn ich zu viel Tränke zu mir genommen habe, dann kann ich normalerweise... Ich glaube, dafür war der weiße Honig da. Und wir hatten den schon mal gefunden irgendwo und eingenommen. Aber wir haben den hier nicht mehr. Bei den Formeln haben wir den nicht, weil wir offensichtlich nie dafür... Blödsinn. Nie dafür die Formel gelernt haben. Und das hätte ich gerne von Abigail, falls sie das hat. Und dann... Um die blöden... Ja? Die Riesentausendfüßler umzubringen. Könnten wir Insektoidenöl gut vertragen. Und auch dafür haben wir ja nichts. Sag mal, was mache ich denn immer? Was wollt ihr? Hast du hier irgendwas? Ihr habt dies bereits gelesen, das auch. Ah, ich brauche diese Formel. Es hätte ja sein können, dass sie das hat. Sie hat hier nur Alkohol. Und Zutaten. Ah, keine Tränke. Ah. Schade. Es hätte ja sein können. Wo bekomme ich das denn nur her? Diese Tausendfüßler auch so töten kann. Ich traue es mir nicht zu, denn ich bin ja schon ein paar Mal gestorben. Bei dem Versuch. Aber die müssen doch auch so zu erledigen sein, irgendwie. Kann ich euch helfen? Shankwirt. Wie kann ich euch helfen? Ich habe eure Anzeige gesehen. Ah,
Ich brauche Wyvern-Eier für meine berühmten Omelettes. Hier sind drei. Wunderbar. Hier sind eure Münzen. So, dann Julian. Der müsste... Also das letzte Mal war er hier irgendwo. Wo ist er denn? Oh, Julian. Bist du gar nicht hier? Schön. Rittersporn. Da bist du. Geralt? Erstmal die Anzeige. Ich bin wegen der Anzeige hier. Ich bezahle für jede Basiliskenhaut, die ihr habt. Schuhe aus Reptilienleder sind in Vesima der letzte Schrei, wisst ihr? Ich habe drei heute. Lasst mich mal sehen. Unbeschädigt, ausgezeichnet. Hier ist eure Belohnung. Gut, und... waren es nicht zwei Dinge? Ich habe Berengars Auftrag übernommen und will das Problem selbst lösen. Wir haben ein ernstes Problem. Die Unterwasserstadt ist die Quelle für den Reichtum des Dorfes. Vor einer Weile verschwand eine Gruppe unserer Taucher. Später haben wir ihr Boot gefunden. Es trieb führerlos auf dem Wasser. Darin... Es war ein Gemetzelhexer. Jemand hatte sie in Stücke geschnitten. Dann erfuhren wir, dass die Vodianoi ein Ungeheuer anbeten, das nach Menschenblut lechzt. Sie bringen ihm auf der Insel blutige Opfer dar. Wenn ihr diese Monstrosität eliminieren würdet... Habt ihr versucht, mit den Vodianoi zu reden? Das hat keinen Sinn. Sie verstehen unsere Sprache nicht. Und die Unterwasserruinen stammen von einer Stadt der Menschen. Wir haben ein Anrecht auf alles, was dort ist. Tötet Dagon, so heißt das Ungeheuer. Das ganze Dorf wird es euch danken. Und ich gebe euch einen der Diamanten meines Großvaters. Ich werde darüber nachdenken. Moment. Geralt? Ich will aber ein Geschenk. Eine Übereinkunft mit den Vodianoi ist möglich. Glaubt ihr? Das ist der Wille der Herrin des Sees. Habt ihr etwas dagegen einzuwenden? Nein, Hexer, ich bin nicht dumm. In dem Fall brauche ich etwas, das eure Ergebenheit ihr gegenüber und euren Wunsch, mit den Vodianoi Frieden zu schließen, symbolisiert. Natürlich gebe ich euch etwas. Was soll es sein? Die Alabasterfigur, die einen jungen Vodianoi darstellt. Die Alabasterfigur, die einen jungen Vodianoi darstellt, der einen Wasserelementargeist fängt. Ihr nehmt. In Vesima hätte er einen guten Preis eingebracht. Aber Friede ist wichtiger. Yay, na das ging noch einfach. Das müssen jetzt auch die... Was? Wie? Ich muss herausfinden, welches von Julians Geschenken der Herrin des Sees gefällt. Ich hab doch jetzt was. Julian gab mir eine Alabasterfigur, bla bla bla. Ach so. Wenn man also das Falsche zusammengefunden hat, gibt es immer noch eine Chance. Hitze des Tages. Okay, es ist alles erledigt bis auf der Riesentausendfüßler-Vertrag. Hitze des Tages. Ich habe Alinas Spiegel. Jetzt muss ich die Mittagserscheinung suchen und herausfinden, ob die Legende wahr ist. Waren die Riesentausendfüßler nicht sowieso da auf dem Feld auch? Wir gehen erstmal aufs Feld und Alina besuchen.
Waren hier schon irgendwo Tausendfüßler? Nee, sieht nicht so aus. Eingestürzte Brücke? Nein. Reste von Ruinen? Nee. Nein, nein, nein. Das muss doch bei... Nein, warte. Das war ja falsch. Wo war denn das Feld jetzt wieder? War das hier? Ich habe keine Ahnung mehr. Wo war das Feld? Ich kenne mich nicht mehr aus. Da steht ja Durchgang zum Dorf, aber hä? Das dürfte ja eigentlich nicht hinhauen. Einfach mal so, weil wir es können. Was habe ich da eigentlich gerade auf dem Schwert draufkleben? Irgendein Öl. Was ist hier drüben? Ich werde so leicht abgelenkt. Oh, Wölfe. Nee, jetzt nicht. Ich muss erstmal 1000 Füßler töten. Komme ich hier zum Feld? Ja. Dann ist das in der Karte falsch hinterlegt, oder? Ist ja total verwirrend. So. Wo waren jetzt diese 1000 Füßler? Wenn man sie braucht, dann tauchen sie nicht auf, oder was? Warte mal, Alina, die war da beim Baum. Nicht auf dem Baum. Ja. Folgt der Mittagserscheinung. Kommt mit mir. Alina, seht in den Spiegel. Alina? Seht genau hin. Es ist... so romantisch. Ich bin Alina. Ich muss mich sputen. Ich werde bald heiraten. Alina, ihr seid tot. Warum sagt ihr das? Ich fühle mich prächtig, auch wenn mir etwas kalt ist. Seltsam. Dabei ist es ungemein heiß. Ich muss Himbeeren für meinen Liebsten sammeln. Warum wollte Alinas Seele nicht gehen? Ich spüre, dass sie jetzt glücklich ist, denn sie denkt an ihre Hochzeit. Sie weiß noch nicht, dass sie ein Gespenst ist. Vielleicht reicht der Spiegel Nehalenjas nicht aus, den Fluch zu brechen. Ich hörte einst die Geschichte einer Mittagserscheinung, die keine Nilfgaarder heiraten wollte. Aber ich weiß nicht mehr, wie sie endete. Eine Legende, sagst du. Vielleicht sollte ich einen Volkskundler fragen. Ich versprach Julian, seine Liebste zu befreien. Geralt, liebt ihr jemanden? Ich weiß nicht recht. Das ist traurig. Ihr solltet euch verlieben.